Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Und schon wirklich doof, im eigenen Haus Nasenschutz tragen musst. Aber hier oben bin ich ja so ein bisschen safe und für mich und isoliert. Also kann man ein bisschen Clash of Clans spielen. Heute mal Rathaus 11. Ja, und was ist eigentlich bei Rathaus 11? Ich will nicht sagen zu beachten oder so, aber ich stelle mich jetzt auch wieder mit dem Toto endlich mal wieder grün. Ich will hier bei den Clan Free-to-Play endlich mal wieder ein bisschen mitrocken. Und habe mir gedacht, ich habe jetzt eben gesehen, dass ich einige Dinge hier noch gar nicht so wirklich ausgebaut habe. Wenn ich da so ein bisschen so den Adler sehe, der ist noch auf 1. Ich sehe hier noch den Magierturm low. Also ich will es mal so sagen, Level 2 ist noch low. Dieses Klappergestell, so hat das ein anderer YouTuber schon mal gesagt, obwohl das Klappergestell ist ja denn eher schon der Bogenschützenturm auf Level 1, der ja sehr, sehr wackelig aussieht. Aber hier war ich jetzt nur immer semi. Das heißt, also ich habe so ein bisschen was gemacht. Das seht ihr, dass ich ein bisschen Pass gespielt habe, wenn auch nicht wirklich viel. Aber ich habe gesehen, dass ich doch noch einiges hier am Marken habe, vor allen Dingen. Und sagen, die holen wir uns jetzt auch erstmal alle. Haben wir einmal alle. Und die Heldenmarke habe ich mir eben schon geholt, oder den Heldenhammer, so muss man es ja sagen. Habe jetzt noch 866 und ganz klar, der Adler muss hoch. Der Adler, also die Adler-Artillerie, ist nach wie vor die stärkste Verteidigungswaffe hier. Klar, die Scattershots sind natürlich auch sehr, sehr stark, und aber der Adler nach wie vor, weil er über die ganze Base geht. Er geht halt über die ganze Base, hat nur einen ganz kleinen Radius, wo er letztendlich nicht aktiv ist, und deswegen denke ich mal, ist der Hammer hier gut aufgehoben. 10 Tage und ein paar Millionen Taler gespart, was ja auch nicht schlecht ist, oder Gold heißt es ja. Falsches Spiel. Und bevor wir aber beginnen, machen wir hier erstmal die immer noch die Schneedinger weg. Verstehe ich wirklich nicht, dass hier die Schneehindernisse sind. Aber wir greifen gleich auch an. Also ein bisschen farmen wollen wir natürlich auch. Im Moment farme ich natürlich sehr, sehr teuer. Was mich aber auch ein bisschen interessiert, sind ganz klar die Elektrodrachen. Denn die haben ja einen kleinen Nerf bekommen. Den Nerf-Buff. Nee, den Buff bekommen. Denn sie können jetzt legen jetzt 1,6 Felder zurück, anstatt nur 1,5 Felder. Ob das wirklich so auffällig ist, entschuldigt bitte, ob das wirklich so auffällig ist, das versuchen wir da mal rauszufinden. Ich habe hier noch 2 Tannenbäume vom letzten Jahr, oder war das vorletztes Jahr? Ich glaube, das war vorletztes Jahr, ne? Nicht letztes Jahr. Die stehen hier noch so ein bisschen komisch, da muss ich vielleicht dann doch mal einen Hammer bemühen. Aber hier haben wir schon mal wieder einiges an Gems gemacht, und so lange war ich hier jetzt nicht offline, oder? Ne, 2 Stück, also so lange war ich hier nicht offline in dem Dorf. Und den einen bauen wir noch ab. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Suche rein und mal, was wir da finden. Oh, das ist ein schönes Dorf. Das ist ein schönes Dorf hier. Schönes 3, ist zwar ein 13er, aber ihr seht, die Defensive ist so ein bisschen auf 10 und 11. Da vorne, hier hat er auch ein Loch in der Base. Womöglich ein Tesla oder sowas. Das könnten wir eigentlich mal antesten, was er da drin hat. Ja, ein Tesla. Versprochen. Und kann man genau einen draufsetzen, dann ist er in dem Fall kaputt. So, wie kann man denn eigentlich da die Feger da einen Held, dann machen wir hier unten mal den Held kaputt, würde ich sagen. Den anderen Held macht denn die Königin, und wir müssen allerdings ein bisschen was wegblitzen, mal wo das jetzt sehr, sehr sinnvoll ist. 1, 2, 3. Ah, da kriegen wir den Feger noch nicht ganz. Okay, ist aber nicht so schlimm. Drei. Und dann nehmen wir noch... Welche nehmen wir denn noch weg? Easy. Da kriegen wir den Feger in jedem Fall mit weg. Perfekt. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir hier ruhig über diese Ecke hier rein. 2, die gehen nach da drauf. Einmal den hier gesetzt. 1, 2, 4. Und das ganz raus, dann können die Drachen hier über das Eck ruhig reinkommen. Und wir haben hier ja in jedem Fall, was haben wir hier denn?
Das wird ja nicht angezeigt. Ah, da, ein Drachen und das, okay. Nehmen wir noch mit rein. Keine Frage. Richtung Rathaus. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich ein bisschen PS machen kann. Ganz gut aus. Die allerdings schon mal ein bisschen hier in die Pflicht nehmen. Oh, das wird jetzt... Ah, okay, der Gift ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Oh, die Ballons sind da aber noch mit dran. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Sollen wir mal nachgucken, was das für einer ist. Wir fliegen jetzt natürlich so ein bisschen durch die Felder durch, aber ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Die Helden sind ja gleich wieder da, dank des... das nochmal... Ja, vergessen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das mehr Leben. Und da müssen die gleich eigentlich wieder ab sein und ich könnte dann gleich wieder fordern. Muss allerdings mal mit dem anderen Charakter, glaube ich, hier rein. Oder ich lasse jemand anders spenden. Ich muss mal gerade gucken, habe ich denn. Ah, ich habe Alex als Rathaus 12 noch wieder. Der hat auch schon länger nichts mehr gemacht. Aber wie gesagt, mit dem Elber wollte ich eigentlich ganz gerne wieder Clankrieg spielen. Hier im Clan Free to Play. Dann schaffen wir auch mal wieder einen 15er, hoffe ich mal. Denn wir spielen die ganze Zeit nur 10er. Und den kriegen wir in jedem Fall. Boah. Ganz gut, ich meine, die Base war jetzt abgefarmt, Adler war leer, Inferno-Türme auch und das ist natürlich ein gutes Fressen hier. Können wir ein paar Trophäen auch machen. Ich bin sowieso aufgestiegen in der Liga durch eine Defensive und ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Mit dem habe ich ihn jetzt eigentlich schon gekriegt. Ja, mit dem Vierfachbonus. Perfekt. Perfekt mit dem Vierfachbonus. Und den nehmen wir aber nicht. Wir wollten ja sehen, was die Drachen können, denn die Drachen können nicht noch ein Level höher, ne? Ja, die sind auf maximalen Level bei Rathaus Level 11, da müssen wir gleich sowieso mal gucken, wie wir die in Szene setzen, aber die Dinger bauen wir noch mal erstmal ein bisschen weiter aus. Was haben wir denn eigentlich noch, was jetzt gelevelt werden könnte, sage ich. Großer Wächter. Okay. Den könnte ich auf 10 bekommen, wenn ich einen Helden hätte. Habe ich einen Heldenbuch? Ich habe keinen Heldenbuch, ich habe nur einen Heldenhammer und der hat gleich 7 Tage Downzeit. Mal gerade gucken, wie lange dauert denn der? Ein Tag 12 Stunden. Dann, oder? Tag 12. Das können wir uns mal gönnen, dann haben wir den auf 10. Damit hat er dann die zweite Ability, das ist schon mal nicht schlecht. Und haben wir zwar jetzt mal ein paar Gems ausgegeben, aber ich glaube, das ist auch im Sinne des Erfinders. Denn wie gesagt, wir wollen hier ja mit diesem Rathaus hier mal wieder ein bisschen was schaffen. Ich muss nachbauen, Leute. Ich muss nachbauen. Wir nehmen auf jeden Fall ein paar von denen. Und oh, ich muss das hier kaufen. Eigentlich nicht. Hab doch genug, hoffe ich mal. Stimmt, die sind auch so teuer, ne? Die sind auch so teuer. Okay, 7 Stück. SH8. Nee. Nehmen wir mal 2 von denen mit. Ein paar Zauber. Was machen wir da? Blitzen wir da eher? Was macht man da bei Elektrodrachen? Blitzen oder eher wuten? Ich glaube, wir blitzen hier nach wie vor. Jetzt muss ich mal gucken. Machen den so. Einmal so. Und was fragen wir jetzt an? Wir fragen genau das nochmal an. Könnten natürlich auch einen Fries mitnehmen, aber ich muss mal eben schauen. Der Zauber ist auf jeden Fall schon auf maximal Level. Den können wir auch nicht höher bringen. Den Wut können wir auch nicht höher bringen. Ich habe noch einen Zauberbuch, einen Zauberhammer. Welchen Zauber würdet ihr nehmen? Ich nehme jetzt mal keinen. Unsichtbarkeitszauber, Fledermauszauber, Giftzauber ist nicht schlecht. Eilzauber ist natürlich auch gut. Fries ist auch gut. Hinten die kosten natürlich Dunkles. Das Dunkle brauche ich noch zum Heldenlevel. Schwierig. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mache es mal nicht und mache es einfach in der nächsten Folge. Okay? So können wir verbleiben. Dann nehmen wir mal hier einen Boost rein, damit das ein bisschen schneller geht. Und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut gleich zum zweiten Angriff. Wieder einen dritten machen wir dann mit den Elektrodrachen. Okay, wir haben hier eine Spam-Armee am Start. Ich mache euch das mal wieder an. Und ja, ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich mit dem Zeppelin, aber mal sehen, wir gehen hier mal und er hat natürlich, obwohl er hat Single Infernus, das ist in Ordnung. Vermutlich hat er auch Clanburg, kann ich mir gut vorstellen. Wir gehen ja also mit den Riesen über die gesamte Front rein. Nehmen ganz, ganz viele Echsen dahinter. Oh, wir haben 2 von den Weißen noch.
Okay. So, die Frage ist eigentlich, wo springen wir? Oder wo springen unsere Helden? So, der muss Boden. Und aber Clanbrook hat er schon mal nicht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich nehme trotzdem das Zeppelin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und vielleicht können wir hier doch noch mal rüber springen. Mal sehen, ob wir hier genug Truppen reinziehen können. Muss die Queen weggemacht werden. Den Friesen machen wir eben weg. Haben wir natürlich so ein bisschen. Jetzt haben wir ein bisschen Lufttruppe dabei. Der Drachen, okay. Ist aber noch okay. Aber das Rathaus ist gefallen, okay. Der Rathaus ist noch gefallen. Jetzt ist gefallen, aber der Inferno da noch nicht. Der fällt jetzt auch. Ach komm. Oh, nein, doch. Das war jetzt auch mal wieder Kante. Okay, das war mal wieder Kante. Brauchen wir noch besonders viele, viele, viele Truppen. Vor allem viele, viele Hexen. Da hinten haben wir noch drei Stück, dann kriegen die den letzten Wut. Aber da ist jetzt auch ein Bogenschützenturm, sehe ich jetzt erst, der im Ausbau ist. Sieht noch ganz gut aus. War ein Tesla da, aber der X-Bogen, der gibt natürlich jetzt alles. Ah, knappe Sache. Knappe Sache. Aber vom Loot her haben wir ihm alles genommen, was er hat. Das ist ja auch Ziel. Und die drei Sterne sind jetzt sicherlich nicht Ziel. Der Magierturm ist jetzt natürlich Gift für unsere Hexen, seinen Flächenschaden und auch für die Skelette. Aber na, ich denke mal, das schaffen die Hexen jetzt nicht mehr. Das sind zwei, die gehen dann auch noch auf zwei verschiedene Sachen. Und das ballert der X-Bogen jetzt mal eben. Okay, jetzt haben wir natürlich einen kleinen Delay durch unsere Helden. Da seht ihr es, wir haben keine 1 mehr. Sie müssen jetzt also erstmal wieder pumpen. Das habe ich auch noch nicht so gesehen, dass die sich jetzt erstmal wieder so ein bisschen aufpumpen. Ein bisschen rot ist schon. Irgendwann kommt natürlich die 1 und ihr seht, ich habe die Elektrodrachen schon am Start. Wir nehmen jetzt auch Elektrodrachen. Ne, wir nehmen normale Drachen. Nehmen normale Drachen mit zum Farmen. Ist natürlich teuer, ne? Ist teuer. Ich farme gerade ziemlich teuer, muss ich feststellen. Naja, okay. Was können wir denn hier eigentlich noch machen? Luftfeger ist nicht schlecht. Luftabwehr müssen wir noch machen. Bombenturm. Bogenschützenturm von Tesla. Immer schwer. Aber die anderen Sachen. X-Bogen. Dreimal. Auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, wir stoßen mal eine Luftabwehr an. Wir nehmen noch eine Luftabwehr. Und an den Gebäudehammer hab ich nicht mehr. Ich hatte jetzt einen Zauberhammer. Da müsst ihr mir bitte noch schreiben, was ich denn so an Zauber machen soll. Ich mache das. Und also es wird jetzt keine große Abstimmung oder so, ne? Okay, oh, ich kriege immer schön Truppen. Rx. Danke. Und bevor ich es dann vergesse, stelle ich diesen Charakter hier. Oh, was hatten wir ja? Stimmt, wir hatten ja was bekommen. Zerstöre 20 Adler-Artillerien in Mehrspielerkämpfen. Sehr schön. Schön. Ein paar Gems, 150 Stück. Eben noch ein paar ausgegeben, ich glaube 321. 150 jetzt schon wieder bekommen. Also gute 150 eigentlich nur ausgegeben. Das ist in Ordnung. Und dann stellen wir uns hier auf jeden Fall mal wieder für die Challenge. Ich bin mal wieder dabei. Wollte ich eigentlich eben auf den Alex noch gesprungen sein. Da muss ich auch mal wieder ein bisschen die Helden leveln. Und aber leider muss ich euch jetzt die 8 Minuten hier noch wieder. Cool, nee, ich kriege die Clanburg ja voll, ne? Meine Helden sind ja auch alle da. Zwei Ballons, warte mal. Zwei Ballons. Ich glaube, wir gucken doch mal gerade auf den Alex drauf. Zwei Ballons. Einen noch, okay. Ein Ballon. Es ist auch eh nur einer reingegangen. Und ich wollte es auch gerade so sagen. So, der Alex hier hat nämlich auch ein Problem. Der ist auch auf Rot, aber hier muss ich auch ein bisschen was weiter leveln. Ich glaube, die Bogenschützenkönigin. 59. Gehen bis auf 65 Berater aus Level 12, ne? Ich meine, sie gehen bis dahin. Hier hat er natürlich nichts. Und jetzt kann ich das aber einsammeln. Ja, ein bisschen baue ich mit Alex, das seht ihr. Also so, ich mache halt so die Sachen, die so gehen, ne? Dass ich die Pops wenigstens am Start habe. Und jetzt habe ich noch einen, den einen lasse ich mir mal. Dann geht das Dorf so ein bisschen vor sich hin. Im Moment tue ich mich sehr schwer, hier so ziemlich alles zu bespielen.
auch relativ viel habe ich festgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst gemacht habe. Aber hier gehen wir wieder in die Suche rein. Was? In der Zeit bin ich angegriffen worden? Nee, ne? Tatsache. Auch nicht schlecht. Nee, stimmt gar nicht. Ach, das ist ja barfuß. Ach, ich dachte gerade, wir waren ja auf dem Toto. Eieieiei. Ich dachte gerade, da war ich gerade verwirrt. Aber Rathaus 11. Okay, wir gucken mal. Die Elektrodachen ist so eine Truppe, die kann ich nicht wirklich spielen. Also ich bespiele sie sehr wenig, weil ich halt mit Drachen generell nicht mehr so gut kann. Das hat so ein bisschen aufgehört. Nach Rathaus Level 8 habe ich die nicht mehr so gerne genommen. Im 9er und 10er Bereich. 10er Bereich ging dann wieder, aber 9er Bereich finde ich im Moment nicht so prickelnd, mit Drachen dort etwas zu machen. Und alle anderen Sachen, da 11, 12, 13, 14, sind die natürlich super zu gebrauchen. Brauchen wir nur eine Base. Oder ich schneide euch das einfach wieder raus. Da ist er. Eine Mille, zwei Mille. Und der ist auch nicht so stark. Das ist so einer wie ich. Ja, das seht ihr hier. X-Bogen noch auf 1. Agathym da auch auf 1, 2. Das kleine Kanönchen dort. Perfekt. So, Feger da. Und der ist auch am Pumpen. Okay. Hat er trotzdem so viel? Ich meine, ihr seht das ja hier, ne? Minen und Sammler sind pickepacke voll. Die Helden sind geboostet. Wieso holt denn der das Zeug nicht ab? Muss man jetzt nicht verstehen. Okay, muss man nicht verstehen. Mal sehen, ob wir hier 1, 2, 3. Ah, wir kriegen den weg. Hier hinten kriegen wir den Feger mit weg, denke ich mal. Warte mal. 3. Ja, da kriegen wir den Feger mit weg. Okay. Die Luftabwehr hier hinten nehmen. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Da haben wir jetzt nichts erwischt, was jetzt noch hier stören könnte. Oder gehen wir mal mit dem King vorweg. Setzen hier mal 1, 2 Ballons vor, dass wir gleich schon schön funneln können. Perfekt. Queen nicht vergessen, King nicht vergessen. Oh, der King. Er ist der King. Muss man ganz klar sagen. Er ist der King. Guckt euch das an. Was der hier reißt, bis zur Queen, aber die schaffen sie nicht. Okay. Er ist der King, muss man ganz klar sagen. Er ist der King. Alter Falter. So, jetzt geht's aber ab hier. Eben mal umgestellt. Und wir nehmen jetzt einmal den ersten. Den hier von ganz, ganz weit weg. Sehr gut. Der Adler ist noch am Schießen. Einmal in die Unverwundbarkeit. Ja, jetzt ein bisschen länger dauert, immerhin Level 10. Und hier kommt jetzt der zweite Zauber. Oh, mit den Drachen und mit den Loons gar nicht mal schlecht. Und die kommen auch echt weit. Okay, ich habe ja jetzt eigentlich nur zwei Zauber mehr gehabt, nämlich die Wutzauber. Und ich meine, es ist eine Base, ne? Es ist eine Base. Hier ist gleich keine Base mehr, denn wir haben sie gepackt. Ich weiß ja, vielleicht war es jetzt nicht so stark, war noch ein bisschen viel Zehen, ein bisschen viel Kleingelungste, aber die Drachen gehen richtig gut weg hier. Donnerwetter. Donnerwetter ist jetzt natürlich auch eine sehr, sehr kompakte Base gewesen. Bei anderen Bases, wo die Verteidigung und Gebäude ein bisschen weiter wegstehen, sodass die Blitze nicht überspringen können, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Aber die 2 Millionen, die haben wir uns in jedem Fall gegönnt und auch verdient. Würde ich sagen, der Angriff war ja jetzt sehr, sehr teuer. Wir können ja mal gerade gucken, was das Ding gekostet hat. 424.000. Also 600.000 Gewinn. Okay. 48 Minuten. Wir machen es aber trotzdem. Ich glaube, wir machen uns das Ganze mal ein bisschen billiger. Indem wir hier ein bisschen mit dem Schleichkorb Kobolden, glaube ich, weitermachen. Da habe ich hier auch Schnellausbildung. Einmal. Wieso muss ich die anpassen? Achso, weil ich glaube, ich ein bisschen zu wenig habe, ne? Boah, ist das eigentlich, was ihr da hören müsst, ne? Alter Falter. War auch schon echt hardcore. So, hier, die passen wir. Ach, jetzt passe ich die auch wieder nicht an, aber egal. 25, was nehmen wir da?
am effektivsten wieder für Zauber mit am besten ein bisschen günstiger, die halt nicht ganz so teuer sind. Wenn wir ein bisschen Elex sparen, dann können wir vielleicht, wenn wir ein Heldenbuch kriegen, noch den Worden noch wieder ein bisschen weiter leveln. Also nehmen wir mal ein Skelett. Bisschen Skelett. Ganz so viel. So. Ein Gift. Ein Gift und ein paar Skelettzauber, die vielleicht dann irgendwo noch in der Base ein bisschen Trouble sorgen können. Ah, meine Helden sind schon wieder ab. Und jetzt, oh, schon wieder fast ganz rot. Donnerwetter. Das ist echt cool, ne? Das ist echt cool mit dem Extra-Leben da. Muss ich mal so sagen. Jetzt sind, okay, ich habe jetzt nicht nachgebaut. Das heißt, es kam jetzt keine Truppe nach, ist aber nicht so schlimm. Okay, wir leveln das Rathaus Level 11. Wir leveln das Rathaus Level 11 weiter. Und ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Ich wünsche euch, hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Habt vor allen Dingen den Wind gut überstanden, dass euer Leib und Blut nicht ganz so hart in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier ist alles tutti. Aber woanders sieht es ja ganz, ganz anders aus. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber nicht zu ändern. Natur ist halt Natur. Wenn euch das Ganze gut gefallen hat, dann lasst mal unten einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und bitte schreibt mir in die Kommentare rein, welchen Zauber ich leveln soll. Also zur Auswahl standen da ganz, ganz viele. Ich forsche immer noch nicht. Das heißt also, wir können die Dunklen jetzt schon eigentlich gar nicht mehr machen. Aber ich kann natürlich ein bisschen reinfahren und kann auch die Dunklen machen. Aber welcher ist hier jetzt gerade noch am sinnvollsten? Also ist hier noch einiges offen für euch auch, nämlich mir die Frage zu beantworten und mir vielleicht die Entscheidung ein bisschen einfacher zu machen. Also bis dahin, haut rein, euer Toto.